unser nördlicher Schwarzwald bei Karlsruhe, Durlach, Geigersberg. Alles wolkenverhangen. Heute nehme ich diesen Raketenofen von Lepus wieder in Betrieb und dazu kommt jetzt, man kann es schön sehen, im Vergleich eine höhere Topfauflage, dieses Raketenoberteil, und das erhöht natürlich auch noch zusätzlich den Zug. Also da freue ich mich drauf. So, und schon geht's los. Muss ich natürlich hier oben abdecken. Ich mache jetzt einfach den Kessel da drauf. Und gleich geht es dann da oben los, wenn ich hier kurz mal puste. Oh, jetzt hört man es. Jetzt hat er angezogen. Und jetzt oben schon so frei. So, jetzt kann ich dann hier machen. Und hier auch. Man hört das jetzt richtig gut. Also diese 10 cm Aufsatz bringen wirklich was. Das kann man eben auch was nicht trockenes mit reinmachen. Ich stopfe es mal ein bisschen runter. So. Und ihr erkennt, also hier gibt es nur Hitzewellen. Und das schlägt halt da durch. Ich habe jetzt auch wieder grünes oder feuchtes mit reingepackt. Und wenn dann hier oben sich ein bisschen zu viel Rauch bildet, dann macht man einfach hier kurz mal auf, dann hört man, wie es richtig stark durchzieht und sofort ist der Rauch weg. Übrigens Nussschalen nicht einfach so wegschmeißen. Walnussschalen und Erdnussschalen, die man so im Haushalt hat, sammle ich und die kann man wunderbar damit reinmachen. Und während das so richtig schön durchzieht, dass sogar hier teilweise die Asche mit hochfliegt, kann man auch wunderbar den Kessel aufsetzen und der hat einen schönen Abstand. Kaum aufgesetzt hört man den schon simmern. Das ist das Tolle. Also diese Nussschalen sind im Grunde wie ein natürliches Pellet. So, es kommt sowohl hier unten als auch hier oben. Fertig für den marokkanischen Minzetee. Nochmal ganz kurz zum Demonstrieren, wie der Sog hier so schön ist. Also der Stock raucht jetzt, jetzt lege ich den hier rein. Zack, dann zieht es nach unten. An dieser Stelle möchte ich also dem Lepus für dieses Raketenstück danken, was er mir da noch zu nachträglich geschickt hat. Und schaut mal, die Sonne kommt raus. Also, wer hätte es gedacht, es ist ein schöner Sommer. Genießt ihn und tschüss. Und im Nachgang, für die, die es interessiert, noch einen kleinen Rundgang durch unseren Garten mit ein paar Eindrücken, die ihr jetzt gleich dann noch seht. Und ciao.